Ja, hallo, da bin ich wieder. Ja, ich könnte über Verschiedenes sprechen. Also diese abgelaufene Woche, das war jetzt doch etwas sehr Spezielles. Aber eine Sache, vielleicht ist dir auch schon passiert, ich habe mir letztes Wochenende doch einiges vorgenommen, eben diese Woche zu tun, war voller Elan. Ja, auch war ich sehr konstruktiv drauf und einfach hatte vor, dann diese und jene Projekte mal endlich weiterzubringen. Zum Beispiel auch das Homepage-Projekt muss ich ja, nein, ich darf natürlich, aber ich möchte ja das überarbeiten schon seit längerem. Ja, also ich hatte mir etwas vorgenommen, so ein bisschen geplant. Ich sage immer, man sollte nicht allzu fest verplanen oder allzu, ja, jetzt soll ich mal, allzu perfekt oder zu viel vornehmen oder so, aber einfach so ein bisschen natürlich schon Struktur, Ordnung schaffen. Auf alle Fälle, ja, ich wollte dann das angehen. Der Montag, das habe ich noch, ja, da ging es noch ganz gut, gell? So dieses und jenes, aber dann spätestens, also fing dann am Nachmittag schon an, aber spätestens am Dienstag kam einfach eine Erkältung. Ja, vielleicht, man hört es vielleicht jetzt noch so ein bisschen. Und ja, da ging dann sozusagen für den Rest der Woche nichts mehr. Also besser wurde es dann schon wieder. Also jetzt, ja, ich denke seit gestern. Da ging es schon deutlicher bergauf. Also jetzt bin ich schon wieder fast 100, wenn man das so sagen möchte. Aber eben, dir ist das vielleicht auch schon passiert, oder du möchtest das machen, oder? Und dann geht es nicht, oder dann wirst du gehindert. Ja. Was ist jetzt das Beste, ja, um sowas, oder wie könnte man jetzt damit umgehen? Es gibt natürlich auch wieder verschiedene Wege, ist mir schon klar, ist mir schon bewusst. Aber was ich auch sehe, immer wieder an Sitzungen, die ich mache, auch, also da haben wir Menschen schon noch echt Probleme, oder beziehungsweise da gibt schon noch sehr viel zu tun, nämlich die sogenannte Auflösearbeit, die Annahmearbeit. Die ja eigentlich so etwas Einfaches ist, aber es ist trotzdem, fällt es uns immer wieder schwer, ja, etwas zu akzeptieren, anzunehmen, was ist. Ja, wenn es ja schon da ist, dann ist es, also dann ist es aus irgendeinem Grunde da. Also Achtung, ich meine nicht jetzt, dass man, wie soll ich sagen, sich dann gehen lassen soll, oder dass, wie soll ich sagen, ja, sich damit abfinden soll in dem Sinn, oder einfach nichts tun dann. Nein, das meine ich nicht. Aber mit Annahme einer solchen Situation, also bei mir ist es jetzt eben die Erkältung, eine stärkere, ja, ist mir einfach wieder bewusst geworden, also das geht jetzt inzwischen viel besser als früher. Ich meine, ich bin da nicht anders als andere auch, aber ich sehe einfach wieder, dass ich mir diese Woche wieder wirklich auch bei anderen Gelegenheiten richtig bewusst geworden, wie wichtig es ist, das was ist, also das was sich ereignet, das eben fühlend zu bejahen, sich dafür sozusagen sogar zu bedanken, also nicht bloß hinzusetzen, eben wie ich es immer wieder sage, einige Male tief zu atmen, die Situation richtig hochkommen lassen, dann mit vollen Gefühlen eben das anzunehmen. Richtig, ja, fühlend, ja dazu zu sagen, ja, es ist da, es darf da sein, weil es ja schon da ist und es hat seine Berechtigung und es ist eine wertvolle Erfahrung. Ja, nein, nicht bloß das, sondern eben auch
sich dafür zu bedanken. Vielen herzlichen Dank für dieses Erlebnis. In meinem Fall jetzt vielen herzlichen Dank, dass ich gehindert wurde oder dass ich jetzt eine unproduktive Wochenphase hatte, also unproduktiv in dem Sinne, dass ich einfach nicht das machen konnte, was ich wollte. Es bieten sich ja dann wieder andere Dinge an, das muss man ja auch sehen. Und eben, es ist kein Zufall, man wird ja nicht einfach so gestoppt. Aber egal, was jetzt der Grund war, dass ich einfach dazu eine positive Einstellung haben kann und ja, das einfach annehmen kann, dann ja, dann fühlt sich das schon sofort besser an. Ich bin dann hingegangen und habe noch andere Dinge in der Vergangenheit angeschaut, sozusagen, oder auch nochmals mich bedankt dafür, zum Beispiel bei meinen Eltern, allen Menschen, die mir in der Vergangenheit begegnet sind, einfach alle Situationen, an die ich mich irgendwie erinnern kann. Ich habe längst herausgefunden, du sicher auch, dass so eine Annahme, etwas anzunehmen, zu bejahen, sich dafür zu bedanken, das braucht manchmal oder braucht einfach mehrere Schritte oder mehrere Male. Also mit einmaliger Arbeit ist das nicht getan oder selten. Klar, also ich will es nicht ausschließen, du kennst das vielleicht auch so, also gewisse Dinge, die lassen sich mit einer einmaligen Situation einfach auflösen. Andere Dinge, die halten sich hartnäckiger oder man kommt irgendwie wieder in ein Fahrwasser hinein. Ja, das ist, ich bin da genau gleich, das ist einfach gewisse Dinge, ja, die zeigen sich eben wieder. Also ich meine jetzt ungünstige Dinge oder das, was ich als ungünstig empfinde. Ja, und dann gilt es wieder hinzusetzen, das wirklich so richtig hochkommen zu lassen. Oder wenn es schon hochgekommen ist, am besten dann gerade eben in die Stille, in die Ruhe, also alleine irgendwo da still zu sitzen und das wirklich fühlen zu bejahen und zu segnen und zu bejahen, sich dafür zu bedanken. Also du kannst mir sagen, wenn du es weißt, aber ich denke, etwas Besseres gibt es nicht. Also irgendetwas, was einfach stört aus der Vergangenheit oder wenn es darum geht, noch jemanden zu verzeihen, auch sich selbst zu verzeihen. Ich hatte dann trotzdem, weil das konnte und wollte ich auch nicht verschieben, zum Beispiel eine Sitzung, zwei Sitzungen und auch andere Tätigkeiten, die musste ich einfach tun und in einer Sitzung zum Beispiel, da war jemand, der, was ich immer wieder mal erlebe, der sagte einfach, ja, ich kann mir selbst nicht verzeihen. Und ja, da braucht es vielleicht ein bisschen länger Arbeit, eben sich immer wieder da sich hinzusetzen und ins Bewusstsein zu gelangen, ja, ich mache keine Fehler, ich mache nur Erfahrungen. Ich bin kein Schuldiger, sondern ich habe eine Erfahrung gemacht, es gibt immer einen Ausgleich. Ich ziehe sowieso immer nur das an, was zu mir passt, gell? Ja, okay, ja, da können wir stundenlang darüber reden, also irgendwelche ungünstigen Dinge da in der Vergangenheit, aber ich wollte einfach sagen, was ich jetzt diese Woche erlebt habe, dass es irgendwie, es gurkt einen an, oder es passt natürlich einem überhaupt nicht im ersten Moment, dass wenn man gehindert wird, etwas zu tun, zu machen, was man sich vorgenommen hat, aber es gibt einfach nichts anderes oder nichts Besseres, als das dann eben zu bejahen, ja, weil es aufgetaucht ist, genau. Ja, schauen wir mal, was so die nächste Woche kommt. Und ja,
mal sehen, ob ich da mit meinen Projektarbeiten wirklich so weiterkomme jetzt, wie ich mir das vorgenommen habe. Ja. Übrigens, dem Wetter, dem möchte ich nicht Schuld geben. Aber es war schon sehr speziell auch. Also es ist kein Tag, 7 Tage. Also einfach jeden Tag bedeckt. Jeden Tag bedeckt, keine Sonne, null, null. Und auch kalt. Und jetzt wird es noch kälter. Gell? Also das war jetzt nicht unbedingt unterstützend, aber ja, so ist es eben. Auch das, auch schlechtes Wetter, wenn es da ist, ja, versuchen. Das Beste ist eben einfach mit vollem Gefühl Ja zu sagen und im Bewusstsein zu haben, ja, es für eine bestimmte Sache, Information, Entwicklung, darf es, muss es so sein. Oder sonst könnte ich ja auch meine Konsequenzen ziehen oder sagen, so ich verreise an einem Ort, wo es immer sonnig ist, zum Beispiel in die Wüste. Könnte ich ja, gell? Okay, also jetzt genug für dieses Video. Ich wünsche dir eine gute Handhabung und ich weiß einfach, dass es gut tut, dass sicher jede Woche ein, zwei, dreimal zu tun, einfach hinzusetzen und irgendetwas Unpässliches zu beahnen.